Ciao zusammen, willkommen zu Ring Fit Adventure, mein zweites Video zu diesem Spiel. Das erste war ein Speedrun und das werde ich definitiv irgendwann nochmal machen, ein Speedrun. Aber ich will noch Adam Content zu diesem Spiel machen, weil ihr in die Kommentare geschrieben habt, dass ihr noch mehr Ring Fit Adventure Content haben wollt. Und jetzt da auch Hübi aufgehört hat mit Ring Fit Adventure Videos, bin ich jetzt quasi ein bisschen so der Ersatz, wenn ich so wollt. Und ja, jetzt habe ich zwar natürlich nicht den Story-Mode von Anfang an auf Video aufgenommen, aber ich werde vielleicht so ein, zwei Videos in der Woche machen, wo ich ein bisschen meinen Fortschritt im Story-Mode zeige und vielleicht auch ein bisschen die anderen Modi so spiele. So, aber zuerst, bevor ich jetzt beginne, muss ich doch schon mein Alter einstellen, weil heute habe ich Geburtstag am Samstag jetzt und wo kann ich das einstellen? Nein, Einstellung vielleicht da. Ja, genau, Alter, genau. Heute, am 16. November, bin ich jetzt 17 Jahre alt. So, alles klar. Und jetzt bin ich in Welt 5 und da gibt es ein paar Missionen. Aber ich würde mal sagen, es ist spannender, wenn wir in Welt 6 gehen. So, in Welt 6 sieht man direkt schon, wo Draco ist. Und da gibt es ein Portal. Alles klar, das sehen wir jetzt gleich an. Aber zuerst schauen wir mal ins Dorf. Und First Draco, da hat jemand was zu sagen. Irgendwas mit First Draco. First. Ja, okay, ist der Herrscher, alles klar. Okay. Und genau, die vier Meister. Also in der vorherigen Welt war das Thema, dass man gegen vier Meister kämpfen musste und die sollten dann helfen gegen Draco, aber jetzt hat Draco die vier Meister entführt und jetzt, ja, jetzt ist das das Problem. Jetzt müssen wir da auch noch die vier Meister retten. So, jetzt habe ich mich dazu entschieden, nicht gleich alles vorzulesen. Ich will das nicht allzu lang ziehen. Ich will einfach spielen und ich denke, wir gehen zuerst mal zum Portal und schauen, was da ist. Das sieht nach Minispielen aus. Okay, was ist das? Spielstudio? Scheibenschwung. Okay, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Alles klar. Jetzt habe ich einfach das Problem, dass ich mich kaum strecken kann in diesem Zimmer. Normalerweise spiele ich Ring Fit Adventure in einem anderen Zimmer, aber wo ich mich überall bewegen kann. Aber jetzt da in meinem Zimmer, wo ich das ganze Aufnahmesetup habe, kann ich mich nicht frei bewegen. So. Okay. Nach unten. Okay. Dann muss ich einfach nur so machen. Okay, alles klar. Eine möglichst hohe Punktzahl. Okay, nach rechts. Ah nein, das war zu früh. So. Okay, es muss in diesem Kreis sein, okay? Und in diesem Kreisring, so. Und es gibt einen Bonus ab Rang B wie immer. Und bisher habe ich nur einmal es nicht geschafft. So. Ah nein, das war zu früh. Oh, das ist die blauen zu schnell. Also blau schnell, rot langsam. Fertig, okay. Mal sehen, wie gut ich war. Ist das gut? Rang A, ja, perfekt. Perfekt, dann bekomme ich jetzt diesen Bonus. Das gibt jetzt, glaube ich, Geld, oder? Ich weiß gar nicht. So, Level 44 gibt es was Neues. Oh ja, Hüfthebel, aber das will ich nicht. Ich brauche diese Heilübungen gar nicht. So, alles klar. Glückwunsch, und jetzt bekomme ich 300. Nein, eine Perle, genau. Das sieht man eigentlich vorher, was man so bekommt. Okay, jetzt gibt es eine Schatztruhe. Und da ist wieder eine Übung zum Heilen, aber die brauche ich nicht. Ich heile mich lieber mit den Tränken. So. Und dann noch eine andere. Ah, das. Robo-Klopfer. Das ist cool. Dieses Minispiel ist ziemlich cool. Genau, nach links und rechts drehen. Aber der Hintergrund ist irgendwie anders als sonst, glaube ich. Oder normalerweise ist es ein bisschen heller, nicht so dunkel lila oder so. Aber das Spiel ist, glaube ich, dasselbe. Okay, fertig, los! Normalerweise schaffe ich da die volle Punktzahl. Mal sehen, ob ich es diesmal auch schaffe. Also 10.000 Punkte ist die volle Punktzahl. Ah, danach auf die Atmung sollte man achten. Na egal. Viele Muskeln, ja, ich glaube, es ist auch anstrengend, wenn man weit vom Körper weghält.
Also wir jetzt ein bisschen weit vom Körper weghalten, damit es ein bisschen anstrengender wirkt. Nein, okay, ich hatte fast einen verpasst. Okay, jetzt wird es schneller. Nein. So. Oh, jetzt wird es intensiv, aber jetzt ist es bald fertig. Und perfekt. 10.000 Punkte. Ja, easy. Easy. Perfekte Punktzahl, nichts verpasst. Das kann sich sehen lassen. Aber es ist auch nur Anfang. Es gibt noch die Schwierigkeit Experte. Okay, 150 Geld. So. Und jetzt noch ein anderes Minispiel. Ach ja, stimmt, Töpferscheibe. Das habe ich ein einziges Mal gespielt und da war ich ziemlich schlecht. Okay, da muss man zwar quasi Squats machen. Okay, man muss so machen und dann, genau, man muss in die Knie gehen. Und genau, kann man die Höhe so anpassen. Und dann muss man den Ton formen. Genau, dann muss es möglichst genauso sein wie das links. Und das ist gar nicht so leicht. Okay. Okay, erstmal da unten. Etwas so. Oh, das wird so schlecht, das wird so schlecht. Und das wächst auch nach, sehe ich gerade. Ja, also auf die Beine und auf die Brust geht das. So, jetzt oben muss ich da ganz rein. Eine Übung für viele Muskeln auf einmal. Ja. So, aber das sollte doch ja in etwa so gut sein, würde ich sagen. Ich hoffe es. Ich mach mal berechnen. Ich hoffe, das geht in etwa. Oh! 100 Punkte, ey! Das erste Mal, als ich es gespielt habe, war ich ziemlich schlecht. Okay. Also, vielleicht ist es so, dass wenn ich aufnehme, wenn ich das auch für YouTube mache, dann spiele ich automatisch besser. Okay, wow, Belohnung. So, und jetzt auch die Schatztruhen. Okay, ein Rezept. Und 40, alles klar. Fasseltank nicht vergessen. So, und jetzt schaue ich mal, bevor ich zu den Level nach rechts gehe, was da unten ist. Kampfstudio. Also eine ganze Serie von Kämpfen, alles klar. So, ich will doch schnell die Übungspalette anpassen, genau, weil diese Armdrehung, die kann ich absolut gar nicht in diesem Raum hier machen. Also muss ich das durch etwas anderes ersetzen. Was möglichst auch 90 Damage macht. Ich mache mal die Überkopfbeuge. So. Okay, gut, dann fange ich mal an. Mal sehen, was das ist. Das ist kein Level, sondern ein Kampf. Okay, mal sehen. Jetzt etwas Neues. Okay, Runde 1 von 3. Einfach ganz viele Kämpfe. Okay, da brauche ich jetzt... Genau, das ist perfekt. Kopf-Hüft-Schwung. So. Und jetzt einfach die Hüfte schwingen. Die Ableitung vom Sinus ist der Cosinus. Und die Ableitung vom Cosinus ist Minus Sinus. Und die Ableitung davon ist dann Minus der Cosinus. Und davon ist die Ableitung der Sinus. So, jetzt schon 2 von 3 Gegnern umgebracht. Oder besiegt. Da ist noch die Abwehr. So, beim Spannen ausatmen. Okay, und jetzt habe ich noch eine gelbe Übung. Ja, dann mache ich eben die Überkopfbeuge. So, okay. Also sie sind down. Und jetzt kommt Runde 2 von 3. Okay, und jetzt kommt ein schwarzer Gegner. Der hat keine Schwäche, also... Also ist egal, welche Übung ich nehme von der Farbe her. Also er hat keine Schwäche und ist immer ziemlich stark. Okay, ich nehme mal die Schenkelpresse. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja doch, man sieht es, glaube ich, ein bisschen. Geschafft. Okay, er greift nicht an und etwa die Hälfte der Leben ist weg. Ach, und falls ihr euch fragt, was meine Übungsintensität ist, 21 ist meine Übungsintensität. 21 von 30.
So, ach komm, gehen wir gleich weiter auf die Beine. Sumo Squats. Sumo Squats. Also die normalen Squats gehen mehr so auf diese Muskeln da. Die Sumo Squats gehen mehr so auf diese Muskeln da. Also Beine auseinander. Und jetzt Sumo Squats. Oh, das spürt man. Das spürt man richtig. So, die nächste Übung wird definitiv keine Beinübung. Das muss man echt lange halten. So, ich nehme mal einen Fitnesstrank. So, von dem habe ich 5. So, perfekt. Fast komplett geheilt. Wasser trinken. Ach, und ich sehe erst jetzt dort rechts steht Top-Rate 100%. Also das heißt, dass ich alle Übungen bisher scheinbar perfekt ausgefüllt habe. So, jetzt das etwas, was eine Runde Wartezeit hat, kommt. Er hat so wenig Leben, ich mache ihn noch schnell fertig. So, und schon ist er down. Okay, jetzt bin ich gespannt auf Runde 3. Kommt jetzt Draco? Nein. Okay. Also, ich nehme jetzt den Überkopf-Hüpfschwung, damit ich alle treffe. Ja, easy. Easy, dann nur noch eine Übung, die auf 2 geht und dann sollte sie eigentlich down sein. Okay, also habe ich eine rote Übung. Ich habe gar keine rote Übung. Okay, das muss ich dann noch ändern. So, eine Übung, die auf mehrere geht. Ja komm, ein paar Sumo Squats kann ich noch machen. So, und jetzt sollte er dann down sein. Yes. Yes, yes, yes. Perfekt. Fertig. Geld. So. Top-Rate 100%. 7 Züge. Und das ist ein S-Rang. Okay. Alles klar. Also eine neue Art von Aktivität. Wir haben die normalen Level. Wir haben die Minispiele. Wir haben Missionen. Und jetzt haben wir eben auch das. Und wir bekommen eine Jacke. Komm, ich ziehe die gleich mal an. So, da wird mal sagen, machen wir noch eines von diesen Leveln. Level 39 und das untere Level 41 kommen. Ich fange einfach unten an, ich bin vielleicht ein bisschen überlevelt, aber nicht so extrem. So, Schönheitsstudio. Okay, da werden die Beine trainiert, oh nein. Okay, gut, ich mach's trotzdem. Empfohlen Beinübungen. Eigentlich habe ich die Beine schon ein bisschen zerstört, aber ja komm. Ich nehme noch Kniebeugen, nein, oder ich weiß nicht. Eigentlich bin ich zufrieden mit meiner Übungspalette. Einfach, ich würde so gerne die Armdrehung hineinnehmen, aber die ist einfach unmöglich in diesem Zimmer. Und ich hoffe, ich bekomme bald eine neue rote Übung. Aber zwei blaue Übungen sollten eigentlich genügen. Okay, jetzt mal rennen, das erste Mal jetzt in dieser Folge, aber dort vorne ist dann schon der Kampf, also fast nichts rennen, jetzt ist wieder Kampf. Okay, bla bla bla. Ich will nicht alles vorlesen, es dauert einfach nur. So. Okay, die Beine werden jetzt voll trainiert. Ja, alles blaue Gegner. Und die Sumo Squats gehen auf 3 Gegner. Und die Schenkelpresse nur auf 1 Gegner. Und ja, das ist der Boss in der Mitte, der hat die meisten Leben. Also ich würde mal sagen, ich nehme jetzt mal die anderen weg. Und ich denke, ich nehme trotzdem den Hüftschwung, weil dann treffe ich die meisten. Ja, obwohl das nicht super effektiv ist, werde ich es trotzdem machen. So. Oh, jetzt 4-mal abwehren. Oh, scheiße. Oh. Okay, und ich hoffe, nein. Nein, der Boss heilt jetzt jemanden. Der Boss heilt einfach alle. Oh, shit. Oh, shit. Aber ich will trotzdem zuerst die anderen besiegen. Okay, ich gehe mal mit den Sumo Squats. Ich weiß nicht. Ich gehe mal so. Okay, den Sumo Squats. Oh, schade, dass der eine nicht tot ist. Ah. Okay, der greift nicht an. Der greift auch nicht an. Aber der Boss heilt es wieder alle. Ah, ich hasse das. Soll ich vielleicht doch den Boss zuerst besiegen? Ich weiß nicht. Außer gerade diese Übung, die geht auch auf alle 5. Okay, dann nehme ich die mal. Ich hoffe, ich mache sie richtig.
beim Drehen der Unterarme öffnen. Okay, ich hoffe, dass der Boss jetzt nichts macht. Okay, gut, er macht nichts. Okay, Heilung. Und jetzt eliminiere ich einen von beiden Gegnern. Ich mache den Stelzer. Okay, er ist down. Jetzt fehlen nur noch zwei. Und natürlich heilt der Boss diesen einen, aber ich denke mal, jetzt sollte ich den eigentlich fast besiegen können. Also jetzt Sumo Squats auf beide. Ah, schon wieder Sumo Squats. Ah, ich spüre sie jetzt schon in den Beinen. Ah. Ah, scheiße. Ah. Okay, er kann jetzt niemand, er kann sich selber heilen. Oh, scheiße. Ich brauche Wasser. Okay, jetzt mache ich mal die seitliche Winkelhaltung, weil die macht einfach mal 130 Damage, also ja, ich mache die mal. Okay, nice. Er kann sich einfach jedes Mal heilen, aber so ist es halt. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock auf Beinübungen. Ah, Schenkelpresse. Habe ich nicht so einen Trank, der das erhöht? Ja, Blauübungen plus, ja, komm, ich mach mal das und dann die Schenkelpresse. Let's go. Er ist fast down. Er ist fast down. Gut, er heilt sich, aber hoffentlich nicht so viel. Okay, gut. Jetzt sollte er dann down sein. Er kommt, die Überkopfbeuge bringt ihn jetzt um. So, endlich ist er down. Nice. Nun trink etwas Wasser. Nein, Wasser habe ich gerade vorher getrunken. So, anscheinend war es jetzt nicht diese Übung. So, Level 45. Gibt es was Neues? Ein extra Herz. Nice. Richtig cool. In die Hocke. Strecken. Abschluss. Nice, nice, nice. Und übrigens, meine Katze ist aufgewacht. Ja, also unser Kater ist ein... Er war die ganze Zeit da am Schlafen, hat sie hat zugeschaut quasi und jetzt ist er da. Da ist er. Ich hoffe, man sieht ihn in der Kamera. Er ist etwas mehr als ein ganzes Jahr alt. So einen Puls werde ich nicht überprüfen. Ich sehe ihn die ganze Zeit auf meiner Uhr. Jetzt ist er gerade bei 120. Okay, und jetzt würde ich mal sagen, wenn wir jetzt einen Abenteuermodus und... Und dann mache ich noch etwas vom Schnellspiel. Ja, ich mache mal eine Pause. So, kein Stretching, denn ich will jetzt noch was machen. Oh, ein Fitness-Tipp, alles klar. Natrium. Ja, Natrium ist wichtig, alles klar. Und dann werde ich doch ein bisschen was vom Schnellspiel machen. Genau, also nicht von den Minispielen, sondern da Einzelübungen. Mach mal Brustextrem. Mein Rekord ist 123, wenn man das sieht, vor 6 Tagen. Also es hat sich auf jeden Fall verbessert, wie man sieht, da bei der Rangliste. Und ja, dann werde ich erstmal spielen. Mal sehen, ob ich meinen Highscore schlagen kann. Denn die Übungen heute waren jetzt hauptsächlich für die Beine und nicht für die Brust. Es gab fast keine Brustübungen, also sollte ich das eigentlich ganz gut können. Okay. Ah, oh nein! 121, oder? 22. Oh, ganz knapp. Ganz knapp unter meinem Rekord. Ich werde es mal nicht aufzeichnen. Oh. Oh. Aber das macht Spaß. So, ich denke mal, das reicht jetzt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Gefällt euch das ein bisschen? Ein bisschen Story Mode, ein bisschen das. Sind euch die Schritte zu viel? Und dann schreibt mal Verbesserungsvorschläge in die Kommentare und auch, was ihr sehen wollt von Ring Fit Adventure. Speedruns werden noch kommen. Ja, und ja. Also, ich habe, glaube ich, alles gesagt. Like nicht vergessen, abonnieren. Und ja, dann werde ich ein bisschen meinen Geburtstag genießen und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss!